was gibt's denn, was ich schon lange mal sagen wollte? Ne? Was wollte ich denn sagen? Das weiß ich doch nicht, du wolltest doch auch sagen. Ja, du, es ist ja schon wieder Mitte der Woche. So eine Woche geht immer gleich rum. Und wie kann man sich motivieren, dass man sich aufs Wochenende noch freut? Du brauchst dich nicht aufs Wochenende frei, du hast die ganze Woche Wochenende. Aber die Menschen, die Zuseher, Zuhörer, Radio F, die wollen doch auch eine irgendwas wissen, dass sie sich aufs Wochenende freuen können. Es gibt genug Menschen, die am Wochenende arbeiten müssen. Die Sanitäter, die Feuerwehr, die Busfahrer, die LKW-Fahrer. Polizei! Ja, die müssen alle arbeiten am Wochenende. Die braucht sich keiner frei, weil da Arbeit ist. Ja, aber die meisten Menschen... Oder begreifen Fachverkäufer im Sonntag aufmachen, ja. Weil die Backfilialen gesagt haben, wir machen sonntags auf, dass sie Brötchen kriegen. Ja. Früher hast du am Samstag deine Semmeli gekauft und am Sonntag, wo alles zu war, hast du es im Backofen rein, hast schöne, röche Brötchen gehabt. Genau. Geht aber halt nicht mehr. Nee. Weil dieses künstliche, aufblasene Zeug, das hält ja keine 2 Stunden. Früher war es ein gescheiter Tag und dann war es gescheite Semmeli, ja. Und die haben lang gehalten. Das ist der Mond doch auch noch eintunken können. Ja, oder man hat so eingeweckte Mehlsemmerle, so Milchweckle, ne, die waren auch gut. Die waren früher gut, gibt's auch nicht mehr. Gibt's gar nicht mehr. Na, jetzt machst du Ciabatta mit Gurken drin und Tomaten, aber scheiß normales Semmel, da kriegst du nicht mehr. Ciabatta mit Gurken und Tomaten, da schmeckt doch eine Marmelade dazu. Eben. Ich bin für echte Semmeli. Semmeli am Samstag, Sonntag aufwärmen. Das ist wie genau, mit den Gläs. Am Sonntag die Gläs frisch, am Morgen noch ein schönes Gläs machen. Genau. So, so haben wir sie aufgewachsen. Ja, und jetzt sind wir alt. Jetzt sind wir alt und haben keine Semmeli am Sonntag. Aber wir sagen immer noch, Ade, bleib schön.